aus den 50er Jahren, Bauhausstil. Fantastischer Blick. Ist das Licht nicht toll? Gefällt's dir? Ja, und dir? Das ist gut. Ich bin sehr glücklich. Entschuldigung, heißen Sie Simon? Ja, heiße ich. Dann bist du es. Wir waren zusammen in der Schule. Das ist meine Frau Robin und das ist... Oh, wie heißt Gordon Mosley. Gordo. Gordo? Das gibt's ja nicht. Ich hab dich gar nicht wiedererkannt. Das ist ja eine Ewigkeit her. Willkommen daheim mit Smiley Gordo. Woher hat er eigentlich unsere Adresse? Das ist ein richtig teurer Wein. Wir sollten uns bedanken. Ich glaube, dass die schlechten Dinge im Leben ein Geschenk sein können. Ach, der Typ ist merkwürdig. Er ist gesellschaftlich unbeholfen, aber ich kann auch so sein. Gordo, hi. Hallo. Nach der Highschool bleiben manche genauso, wie sie waren. Danke. Er hat die wahnhafte Vorstellung, wir wären Freunde. Danke für das schöne Essen. Fischfutter. Und du findest das nicht merkwürdig? Ich hatte doch gesagt, ich möchte Fische. Und all die Besucher, wenn du allein bist. Der war bekannt als Gordo der Spinner. Ich finde, er ist nett und sehr großzügig. Was du da beschreibst, ist eine einseitige Freundschaft. Du kannst die wirklich nur abbrechen. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Bitte, besuch uns nicht mehr. Es ist nicht vorbei. Simon, nach all den Jahren war ich bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Aber irgendwas muss es bedeuten. Hallo? Die Vergangenheit ruhen lassen, nach all den Jahren. Was zum Teufel war das? Irgendwas Großes. War das das Fenster? Gordo! Die Vergangenheit ruhen lassen, was bedeutet das? Es ist vorbei! Simon hat eine komplette Akte über ihn. Du glaubst, er belügt dich? Erzähl mir doch, was passiert ist. Es ist 25 Jahre her. Ich habe keine Ahnung, wer du wirklich bist. Simon sagt, neues Haus. Simon sagt, wunderschöne Frau. Simon sagt, du denkst, du hast mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber sie nicht mit dir.